So, wenn sie das nächste Mal zurückkommen, dann ist der Handel erstmal abgeschlossen. Wir können als nächstes den Eisenhandel starten. Und ja, ich werde wohl hier eine Weizenfarm errichten, wenn ich einen Weg hier durchfinde. So. Eine Crop-Farm bitte ich hier errichten. Da haben die Einheimischen zum Glück nichts dagegen. Das war jetzt nicht schön am Raster, aber ist ja auch nicht so schlimm. Farmplots kosten zum Glück nichts. Die können wir einfach hinsetzen, wie es uns beliebt. Und du machst bitte nur Weizen. Oh, aber wir haben keine Buddler gerade zur Verfügung. Weil die müssen. Das Farmland muss wenigstens aufgebuddelt werden. Das stimmt allerdings. Und wir werden Wasser brauchen da oben. Oh, das habe ich auch total vergessen. Förster brauchen auch Wasser. Stimmt, Förster brauchen Wasser, also sollten wir mehr Wasser reinbringen. Deswegen errichte ich auch hier einen Well. So, theoretisch könnten wir dann eine Mühle errichten. Die allerdings braucht Zement. Genau wie die Bäckerei. Also müssten wir jetzt doch langsam mal die Produktion hier ein bisschen in die Gänge bringen von Limestone. Wir können gucken, wir haben ein bisschen Limestone. Also sagen wir den beiden auch, sie können wieder Limestone abbauen. Ah, und wir haben den Spire of Light entdeckt. Okay. Okay, rufen wir mal unsere Händler zurück. Oder cancel das einfach mal. Und starten dafür das hier. Wir müssen ja mittlerweile Eisenbahnen hier eingelagert haben. Ja, haben wir sogar. Und ja, jetzt fangen sie wohl auch an, Eisen hier zu holen, ja. Weil es gerade einfach nicht gebraucht wird. Also das ist schon ein bisschen praktisch. Sie gucken. Dass sie die Ressourcen aus anderen Orten nehmen. Wenn sie da nicht unbedingt gebraucht werden. Naja, Ration brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Tja, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich um diesen Berg rumkommen soll.
Der direkte Weg geht halt einfach nicht. Oh, wir haben die dritte. Ah ne, die haben wir. Das, die hatten wir schon gefunden. Ja, stimmt. Da ist noch ein Abandoned Wagon. Und hier scheint auch noch einer zu sein. Okay. Damit könnten wir eigentlich theoretisch auch die Abandoned Wagons finden. Also den Abandoned Wagon, der uns noch fehlt. Indem wir einfach sagen, sie sollen hier in dem Gebiet hauptsächlich schauen. So, unsere Crop Farm wird errichtet. Unsere Stone Mill, die Zement aus Limestone macht, ebenso. Und ja, wir haben gesagt, für die Mühle brauchen wir auch Zahnräder. Also stellen wir zwei Zahnräder her. Für unsere Mühle. Also ja, wir müssten hier einen Wachturm errichten und uns in die Richtung ausbreiten, damit wir an den Lightspire kommen. Genauso müssten wir uns in die Richtung ausbreiten, damit wir an die, das Everlasting Light kommen. Aber auf jeden Fall sind meine Händler jetzt unterwegs, um das Eisen zu bringen. Also ja, das finde ich schön gemacht mit dem Handel. Das erinnert mich ein bisschen an Cultures. Eher als an Siedler. So, mit den Eisenbahnen, die wir liefern, steigt unsere Freundschaft mit ihnen. Man sieht, wir müssten theoretisch nicht mal alles machen. Also wir könnten uns sogar das Dorn vom Red sparen und dafür die Residences bauen. Weil jedes Objective gibt ja unterschiedlich. Ja. Also wir könnten uns auch das Everlasting Light sparen, indem wir einfach die Scarlet Blossoms und die Wagons finden und das Eisen liefern. Zum Beispiel. Und ich würde sagen, da es einfacher ist, Brot zu backen und das hier zu storen und nicht zu verwenden. Also hier. Sollten wir da auch klarkommen. Oh, die Stone Mill hat ja auch Cogwheels benötigt. Also Zahnräder. Also muss ich nochmal zwei herstellen für die Mühle für nachher. Thank you.
Es ist halt so ein verdammt langer Weg außenrum bis hier rüber. Das macht das Ganze wieder schwieriger. Anstrengender vor allem. Wie gesagt, die restlichen Blümchen finden. So, unser Woodworkshop ist wieder fertig. Also ja, das ist wie gesagt eine Premade-Map auch, deswegen ich mal das andere Premade-Maps. Muss nicht direkt einen Berg vor die Nase setzen. Jo, wir haben einen Embedded Wagon gefunden und damit die Mission, das Missionsziel erfüllt. Ah, das sieht auch nett aus, wie sie das Gebiet aufdecken. Es wird nämlich nicht instant aufgedeckt, sondern sie müssen erst es erkunden. Wir wissen auch zum Beispiel nicht, was hier drüben ist. Na gut. Jetzt könnten wir eine Windmühle, die verdammt groß ist, übrigens. Eieiei. Errichten. Forageable Plants discovered. Oh, mal wieder Himbeeren. Und Eisen haben wir auch entdeckt. Gut. Wir haben aber auch bald das Maximum an der Entdeckung. Also man sieht den großen weißen Kreis hier oben außenrum. Das ist, was maximal erkundet werden kann. Ja. Okay, die Mühle wird jetzt gebaut. Dafür wird in unserer Steinmühle jetzt Zement aus dem Limestone Zement geschliffen. Oh, durch den Eisenhandel sind wir jetzt acquainted mit der ersten Fraktion. Shared Worldview, Shared Chance for Gift Offers, More Trade Offers. Wenn wir freundlich erreicht haben. Also gut. Ich würde aber sagen, wir speichern hier erstmal wieder. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gerne noch weiterschauen möchtet. Also ob ich diese Map hier noch fertig machen soll oder nicht.
Und ja, dann sehen wir uns bei anderen Projekten oder vielleicht hier nochmal. Also, bis dann.